Ja, schon auf dem Weg zum eigenwilligen Zugang. Ist da eine Brücke oder müssen wir da auch noch hüpfen? Ja, an sich müssen wir dann so nach links langsam, ja. Ja, und sonst hüpfen wir da kurz rüber. Das sieht wirklich nach Lost Place hier aus. Immerhin kein Verbotsschild, nichts. Keiner kann meckern. Ja, hier müssen wir rüber. So, das ist ja Krankengymnastik. Das passt auch zum Titel Trimm dich. Eingang ist offen, wunderbar. Hoffentlich kommt nicht gleich einer entgegengesprungen. Station 1 scheint nicht so einfach zu sein. Können wir jetzt mal Sport machen hier? Noch suchen wir den Vorraum ab. Boah, Toiletten sind aber halbwegs in Ordnung. So. Noch ein Vorraum, noch ein Vorraum, Personal. Meine Güte. Tja. Google, hier ist noch eine richtige Adressensammlung, oder? Ja, das habe ich auch gesehen. Sind aber Patientendaten? Nee, sind aber nur da. Das war ein privates Ding. Lars Kranhäuser, können wir mal anrufen und fragen, ob er weiß, wo hier der Cash liegt. Boah, aber hier gibt es so Verstecke ohne Ende. Das ist, ja, das ist wirklich hart. Naja, wenn wir mal weiter. Ist überall durch, das ist ja. Ich denke, das Ganze wird Oh. abgerissen, ne? Das hier ist das Wasser. Das ist Schwimmbad, das ist ja groß. Wo ist Wasser? Das sieht man hier nicht. Hat doch einer geschrieben, dass er da reingetreten ist. Aber hier ist doch kein Wasser zu sehen. Na schon. Doch. Naja, Oh, aber auch. cool. Siehst du? Ja, das ist ja geil. Wenn du reinläufst, stehst du im Wasser. Das ist ja. Das hat schrieb der eine ja. Der hat gedacht, das wäre und ist da Das raufgegangen. sieht auch überhaupt nicht nach Wasser aus. Ja, ist wirklich cool. Der Cache gefällt mir jetzt sowieso schon. Das ist sowas, ist einfach geil, so Lost Place rumzulaufen, ja? Doch, sah man deutlich. Echt cooles Teil. So, ein paar lecker Tabletten noch. Puder Panda-Bär. Nette Liege, die sieht. Oh! Das sehen wir ja gerne. Wieso ist da einer mit dem Fuß drauf getrampelt? Müssen wir etwa oben drauf suchen? Oh. Hier regnet es reichlich rein. Ach, hier waren die Schrottsammler drin. Metallplakette, also weiß ich auch nicht. Das sieht echt voll immer auf den Strom, das ganze Wasser schön drauf. Ja, wirklich klasse. Und? Hier gibt es kein Handyempfang. Telefonjoker ist also auch nicht. Also müssen wir weiter wühlen. So, wir hier sind. Das ist ja cool. Von hier aus brauche ich nicht mal verraten, wo wir sind. Man sieht es nämlich einfach nicht. So duster ist das. Dann gucken wir hier doch nochmal vorher rein. Ja, das ist ja Hier meine sind Abteilung. Luftkartons Was mit sind das alles? Windeln. Windeln? Ja, Windeln. Ja, ich werde Katze Kinderwagen. Scheinen ja noch genug Knete zu haben, wenn sie die Windeln so verschenken können. Ich muss mal in so zwei, drei Räume will ich mal reingucken hier. Geil, das ist ja wirklich hier rattenscharfe Gegend. Ja, die Toilette ist nicht mehr. Ach doch. Coole Gegend. Das, wie nennt man das jetzt hier? Die Weihnachtsabteilung oder? Finde ich rattenscharf. Und ich muss mal einmal das Wetter mit drauf kriegen. Endlich schlage ich dem Wettergott mal ein Schnippchen. Es regnet, es stürmt. Sie haben sogar Sturmwarnung. Oder sogar ein Schild Einbahnstraße, da führt nur keine Straße lang. Unglaublich, das ist alles noch da. Seife, Papier, alles ist, das kann doch nicht mehr normal sein. Das muss man doch verwerten können noch. Es ist ja gruselig. Meine Güte. Also wirklich Blumen auf dem Tischchen, Sofa, Sessel, alle da. Oh, geiler Stuhl, das wäre das für mich. Urinbeutel gibt es hier noch, fertig. Hier gibt es alles noch. Hier kann man noch. Na, ich schneide doch nachher sowieso das raus. Und ich habe mit Marco abgesprochen, wir werden das in Stücke schneiden und dann wieder zusammensetzen, sodass man nicht weiß, wann wir wo waren. Sieht aus wie zu Hause bei Mama. Wirklich komplett eingerichtet. Ja, Ich also fasse das überhaupt nicht. Das wäre sowas, so jemanden kriegt, das wieder fertig zu machen und so. Ja, Das also. interessiert mich. Naja, die Bausubstanz wird ziemlich hin sein, nehme ich Ja, an. aber dass die Zimmer nicht ganz leer geräumt Ja, das ist verkaufen. haben.
Hier findet also das nächste Promi-Dinner statt. Nee, hier ist der nächste Kapazität. Ja, genau. Genau, Buchholzer Kaffeekränzchen oder genau. So. Das ist ja cool. Hier kann man auch ein bisschen mit Kegeln spielen. Da ist er, der versprochene Fernseher. Strom haben wir nicht, hätten wir mal ausprobieren können, ob noch geht. Er sieht aber noch tipptopp aus. Ja. Die Badezimmereinrichtung ist echt in einem erstaunlichen Zustand. Wir müssen bald in Fischbeck zwei Wohnungen renovieren. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo ich die Sachen herkriege.